Alles in Ordnung mit dir, Pia? Der schon wieder. Kikeriki. Pia. Die Königin. Sie kann... Was? Sie kann noch nicht gerettet werden. Ihr Herz ist von einer Barriere umgeben. Eine Barriere, die in ihrer tiefen, einsamer Gestalt angenommen hat. Solange sie nicht durchbrochen wird. Ich kann es tun. Ich kann sie durchbrechen. Du willst es also noch einmal versuchen, Kleines? Ich fürchte, alleine wirst du es nicht schaffen. Ich bin nicht allein. Ich bin mit Oliver zusammen. Und Olivers Freunden. Was? Pia? Bist du sicher, Pia? Du würdest alles auf diesen Jungen setzen? Zuerst musst du mir beweisen, dass er bereit ist, solch eine Bürde zu tragen. Bitte, Oliver, du musst jetzt gegen Kikeriki kämpfen. Du brauchst diesen Zauberstab, aber es wird ihn dir nur... Was? Er wird ihn nur geben, wenn du ihn besiegst. Aber Pia, ich... okay, wenn er möchte, dass wir ihn besiegen, dann werden wir es ihm, ihm den Gefallen tun. Okay, ich hätte nicht gedacht, dass ich gegen so einen Typen kämpfen muss. Ja, schau mal, was du drauf hast. Oh, einfach mal ein bisschen auf die Grof hauwackeln. 41, auch ein bisschen Damage machen wir ja, ne? Was ist das denn für ein Ding? Ach ja, vergaß immer, die haben ja auch noch nichts drauf, ne? Null Punkt. Ich wollte sagen, verteidigen zu spät. Aua. Huhu. Ganz schön, aua. Hätte ich es nicht gedacht. Okay, bei null Punkt muss ich auf jeden Fall, ja. Okay, auf einen rauf oder auf alle? Au, 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 au. Hey, kommt mir so vor oder ändern sie die Angriffe von Typen, wie er seine, was? Auch Farbe ändert, das ist okay. Wenn du weißt, mit welcher Sorte du zu tun hast, dann wählen Vertrauten mit der richtigen Dings aus. Okay, ja, ja. Mach ich, los. Nein, die sterben. Ich sterbe, Bester. Au, au, und die Zeit läuft gleich ab. Schau mal, warte mal, was bist du? Bist du böse oder bist du gut? Keine Ahnung, hör mal einfach mal hier, Morgenstern. Wie viel Schaden machst du? Plopp. 346, ist das viel? Klingt nicht wirklich viel. Danke, sie heilt mich erstmal. Und wie sieht es mit K-Krieger aus? Los, bist du mal wieder voll? La 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 la. Und er ist wieder da. Er ist wieder da. Unser Grauer ist da. Macht selbst den normalen Schaden. 43. Ich glaube, sie haben es so geschafft, oder? Habt ihr es so geschafft? Nice. Na, nur halbes nice. Na komm, jetzt musst du uns wieder heilen. Heil uns. Ich kann mich nicht bewegen. Warum? Ich bin zu doll geheilt. Oder ich werde zu doll geheilt. Dumm, ey. Ich mache normalen Schaden, mache ich 53. Und wenn ich mit meinem Superzauber drauf mache, dann mache ich nur, keine Ahnung, gib mir nicht ganz so viel. Okay, ich dachte, du machst sie auf mich. Hallo, warum machst du dich auf mich? Komm hier, hier bin ich, treff mich. Ich glaube, der macht einfach keinen Schaden, ne? Ich glaube, der ist einfach Verschwendung zu benutzen. Ein. Fick dich, ey. Was ist das, ey? Ultraschwach. Heil dich wie dieses bisschen selbst. Lindernhahn. Blub. Oh, willst du was machen? Ich muss wieder warten, bis mein Typ auflädt. La 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 la. Fehlschlag, Fehlschlag. Was macht ihr denn da? Ihr macht auch nur Müll. Müll, Müll, nochmal Müll. Gib mir doch goldene Kugeln, please. Dumm, dumm, mein scheiß Dings, ey. Nice. Komm, gib mir, setz dir Chance. Das ist deine Chance. Hitzritzer. 148, das ist ja nicht wirklich viel. Warte, wir haben ja noch harter Hieb. Ich wollte gerade sagen, aua, aua, aua. Ich bin gesprungen. Alles zur Verteidigung gezielt. Heilung? Piratrala? Hallo, Heilung? Please? Oder nimmst du Kaffee? Kaffee? Zauber, warte, ich muss mal kurz gucken, ey. Proviant, Kaffee. Wo ist der Kaffee für die Esther? Ja, sie braucht Kaffee.
Ja, ja, ich hau ab. Dü, 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 dü. Aua! Schiebung! Muss ich hier Proviant. Heil die mal. Ich glaube, die macht das nicht. Oder hat sie einen Zauber dafür? Dings benutzt sie ja nicht hier. Eine Phönixfeder. Oh, es rettet den Oliver. Rettet den Oliver. Komm her, Proviant. So. Und jetzt gib ihn. Gib ihr, meine ich. Gib ihr Cappuccino, los. Ich brauche mehr Cappuccino, damit sie uns heilen kann. So, sehr gut. Jetzt kommt wieder er hier und... Na, nur ein halbes Nice. Das war ja schon fast wieder raus. Meine Fresse, das dauert ja lange, bis er seine komischen Zauber wirkt. Und du bist aber auch zäh. Da baue ich dir die ganze Zeit auf dich rauf und willst du nicht sterben. Da mache ich so ordentlich Damage, wenn ich auf die raufprügel. 41, 42. Im Gegensatz zu all meinen anderen Kreaturen. Ich mache wahrscheinlich irgendwas falsch. 100 Pro. So wie damals bei Final Fantasy 8. Wo ich dann, wo man theoretisch am Anfang des Spiels schon, oder auf CD1, schon die beste Waffe haben kann und ich irgendwie nicht mal während des Spiels eine gute Waffe hatte. Naja, ich wechsle schon mal wieder zur Proviant. Kein Cheeseburger. Cappuccino. Hast du noch rein? Ah, gebe ich dir mal sicherheitshalber ein, ne? Scheiße. Für die hat das vielleicht mal gereicht. Hallo, ich kann nicht so schnell auf Dings machen, wenn ich gerade was gegeben habe. Scheiße. Ah, Liebe. Liebe. Zauber. Ja, heil erst ein bisschen, wenn du mich heilst. Danke. Ich habe gehofft, dass du mich heilst. So, nochmal ihn und dann ist auch wieder Mr. K. Krieger aufgeladen. Dann wird's gerade Eis, okay. Ich würde sagen, wenn du Eis benutzt, dann müsst du ja der Schaden machen, ne? 80, wirklich, willst du mich verarschen? Oh komm, Eis ist doch, Feuer ist doch wirksam gegen Eis. So habe ich es bei Pokémon gelernt. Das ist doch hier so eine Art Pokémon, oder? Hallo? So ein bisschen dunkler als Pokémon. Außer es ist nach Manga. Endlich, gib mir goldene Kugel, du Nutte. Los. Super Chance. Fick dich, fick dich, fick dich. Ja, mach immer jetzt mies ein bisschen Schaden. Sehr gut. Und eine Kugel ist da noch. Hallo. Hallo. Da geht doch nicht mal vorbei. Danke. Aua. Aua. Komm, wir haben nicht ewig Zeit. Nein, sie ist weg. Du Arsch. Wie ein scheiß Feuer. Ich hätte mal wirklich 400 Schaden machen können. 400 Schaden, du Wichser. Ich glaube, dass ich jetzt nochmal eine goldene Kugel kriege. Dann immer wieder auf die Gottheit, auf die Fresse, auf die Fresse. Nice. Goldene Kugel? Nein, keine goldene Kugel. Nein, goldene Kugeln sind immer so schön. Na, 0 Punkt, los. Nee, Zorn des Himmels. Oh, was ist denn da los? Das ist deine Chance. Prügeln wir nochmal drauf. Oder wir gehen mit Dings hier auf Zauber und mach Morgenstern. Den mehr habe ich nicht mehr drauf. Was macht ihr nicht? Seid ihr alle doof oder was? Oh, ich habe aber sehr viele Magiepunkte. Null. Los, Karkrieger, töte ihn. Töte ihn. Null Punkt. Fick dich. Danke, goldene Kugel. Dafür gibst du goldene Kugelstumpe, Scheiße. Es gibt voll auf die Fresse. Wolltest du angebrochen? Nein, du hast immer noch Energie. Halt die Fresse. Auf Energie zu haben. Du bist tot. Du bist tot. Super Punkt zum Angreifen. Man sieht aber nichts. Gar nichts. Nice! Nur 5000 Erfahrungspunkte. Ja, danke, ist gut, ja, schön. Ja, 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 danke, danke, vielen Dank. Ja, ja, ja. Exzellent. Wie es scheint, ist dir mein Geist nicht gewachsen. Dein Geist? Kikeriki lebt nicht mehr. Kikeriki ist ein Zauberstab. Ein Zauberstab? Du meinst dieser Zauberstab? In der Tat. Ich bin eine Seele. Die Seele mit diesem Zauberstab namens Astra
inne wohnt. Eine Seele in einem Zauberstab? Ich schätze, dieser Zauberstab ist dann so ähnlich wie der Morgenstern. Das ist korrekt. Astra ist Morgenstern-Zwilling. Ich habe dir Morgenstern gegeben, damit du zu mir findest. Das Kind ebenfalls. Was meinen Sie mit ebenfalls? Die Königin hat Pia in deine Welt verbannt, Oliver. Ich habe dafür gesorgt, dass sie dich dort trifft, um dir das Portal in unsere Welt zu zeigen. Sie gab dir einen Zauberstab, der aus einem Ast des Nazca-Himmelsbaums gefertigt wurde, was dir seine beachtliche Macht gewährte. Meinst du diesen schummelnden Stock, den ich am Anfang des Spiels hatte? Wirklich? Ein Zauberstab und ein Himmelsbaum? Das heißt, dieser Stecken, den ich gefunden habe? Meinst du diesen komischen Ast? Ja, Kikeriki hat ihn dir gegeben. Pia hat dich in dieser Welt geführt und sie hat dir den Weg weitergeweist bis hierhin. Aber wieso tust du das? Arbeitest du nicht für die Weiße Königin? Bist du nicht ein Mitglied des Rates? Ha, ich arbeite für niemanden. Diese Maske, dieser Gallus, ist ein notwendiger Vorwand, nicht mehr. So konnte ich an sie herankommen, um über sie zu wachen. Um meine Tochter zu beschützen. Ihre Tochter? Sie meinen, die Weiße Königin ist... Was sonst? Du bist... was sonst? Du bist der Vater von Cassiopeia! Meine... dummer Name, ey, nicht wahr? Nach meinem Ableben ist Cassiopeia vom Weg abgekommen. Sie hat das Mana mit den besten Absichten heraufbeschworen. Und Verzweiflung war ihr Lohn. Erst danach wurde sie zur Weißen Königin, als die ihr sie nun kennt. Nun vermag meine geliebte Tochter nicht mehr zu verstehen, denn Dunkelheit umhüllt sie. Sie ist verloren und allein in einer Welt, die sie selbst schuf. In ihrer eigenen Welt? Es tut weh, dass es so weit kommen musste. Ich wollte sie wieder auf den rechten Weg bringen. Doch, das war zu viel für mich. Der ich bloß ein Geist bin. Nun liegt es an euch. Ihr müsst meine Cassiopeia nehmt diesen Zauberstab und zerschmettert das Böse, das ihr Herz umhüllt. Ihre Maske soll fallen. Legt das Gesicht der unschuldigen Prinzessin frei. Kikeriki! Er hat also alles für seine Tochter getan? Kikeriki hat dich gebeten, ihm zu helfen, Oliver. Ja. Und das ist genau, was wir tun werden. Wir haben jetzt Astra. Nichts kann uns aufhalten. Wir müssen die Weiße Kö... Nein, wir müssen Cassiopeia retten. Nur Weiße Könige fällt besser, das kann ich besser aussprechen. Du hältst Astra. Ist der sogar besser als Morgenstern? Was ist da los? Der ganze Scheiß. Morgenstern, und dabei ist das Ding sogar noch besser oder was? Jo. Stumpf. Ein Zauber stirbt die Seele eines Zaubers enthält. Zauberers enthält. Oliver kann damit Cassiopeia von den Schicksal retten. Da meinst du, das kann ich? Das kann ich? Ich hoffe mal. Oh, wir gehen mal ein bisschen zurück hier, ne? Und dann nochmal speichern. Denn wer weiß, was jetzt kommt. Kommt jetzt schon sie? Oder kommen jetzt noch alle Mitglieder des Rates, die ich bekämpfen muss? Deswegen ja Spaß. Alle zu besiegen. Jeden scheiß einzelnen fucking Ratsfix-Typen. Yay. Na, ich will das überlegen. Mache ich jetzt noch weiter oder mache ich nicht weiter? Weil es ist schon theoretisch wieder spät, aber ich will eigentlich mit dem Spiel am Sonntag durchkommen. Eine Stunde habe ich noch, aber dann habe ich absolut keine Zeit mehr zum Schneiden von dem Video hier und zum Rendern. Egal, komm. Ich versuche es in der Stunde fertig zu machen, das Spiel. Ob es das wird, keine Ahnung. Wahrscheinlich brauche ich alleine eine Stunde, um zu kämpfen.